Einen wunderschönen Peace, Leute. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ja, beim letzten Mal haben wir sozusagen so ziemlich die Kämpfergilde abgeschlossen. Wir müssen jetzt einmal mit jemandem sprechen, sage ich jetzt mal. Wir werden uns jetzt natürlich sofort auf den Weg machen. Ist den Daedra-Horden zum Opfer gefallen. Und mal schauen, was jetzt auf uns zukommt. Kämpfergilde. Oh, endlich haben wir den Kack da hinter uns. Mit wem müssen wir denn sprechen? Ist das die hier? Bitte, was wollt ihr? Ihr habt den Befehl, mir fernzubleiben. Ich schätze, ihr wollt euren Rücktritt bekannt geben. Dunkelforstrotte? Ihr habt was getan? Ich hatte keine Ahnung, dass es so weit gekommen ist. Wie habt ihr das nur alles geschafft? Ich habe mit Morden Oren zusammengearbeitet. Ich habe alles alleine gemacht. Ja, ich bin ja eigentlich immer jemand, der gerne den Ruhm alleine kassiert bei solchen Spielen. Normalerweise bin ich immer so ein Schwein, aber irgendwie... Er ist ein Dunkelelf und deshalb... Nur weil er Dunkelelf ist. Ich habe mich zusammengearbeitet. Oren? Er wurde rausgeschmissen. Ich sollte euch noch in diesem Augenblick hinauswerfen. Aber nein, es ist nicht Orens Schuld. Ich fürchte, es ist meine. Ich liebe die Kämpfergilde und all ihre Mitglieder vielleicht zu sehr. Ich fürchte, meine Sorge um sie hat mich blind gegenüber dem gemacht, was um mich herum vorgeht. Wenn ihr und Oren nicht wärt, ich mag gar nicht daran denken. Nun müssen wir darüber sprechen, was ihr getan habt und welche Auswirkungen das Ganze auf eine mögliche Beförderung hat. Fortschritt. Wegen eures Verhaltens erkenne ich euch hiermit den Rang eines Meisters ab. Ihr wart rücksichtslos, töricht und eine Gefahr für euch und die Gilde. Aber eure Taten waren auch mutig und nötig. Aus diesem Grund ernenne ich euch mit sofortiger Wirkung zum Meister der Kämpfergilde. Die Gilde hat mich außen vor gelassen. Ihr seid die Zukunft. Nehmt eure Verantwortung ernst. Ich wünsche euch viel Glück. Ihr müsst immer noch viele Verpflichtungen erfüllen. Wie jetzt? Pflichten? Eure erste Pflicht ist es, euren Stellvertreter zu benennen. Ich kann mir keinen besseren als Modrin Oren denken. Wenn er diese Position akzeptiert, seid ihr gut bedient. Verlasst euch mehr auf seine Weisheit und seine Erfahrung, als ich es getan habe. Viel Glück. Also wollen die mich jetzt verarschen? Seht euch vor. Also, die hat mich erst, sag ich jetzt mal, degradiert. Und dann hat sie mich befördert. War das jetzt irgendwie so? So hab ich es mich jetzt verstanden. Ja, ich liebe die Logik der Kämpfergilde, deshalb ist es auch so ziemlich eine meiner Lieblingsgilden. Not! Ja. Ich mag diese Wolke, die dabei entsteht. So, gehen wir mal zu unserem Stellvertreter. Mal sehen, was der uns zu erzählen hat, wenn wir ihm da jetzt davon berichten. Habt ihr mit Velena gesprochen? Wie hat sie reagiert? Fortschritt. Hat euch zum Gildenmeister gemacht? Erstaunlich, ihr habt es euch verdient, obwohl mit euch wahrscheinlich alles den Bach runtergeht. Also, was macht ihr mit eurem neuen Rang? Macht euch zu meiner rechten Hand. Ich? Ich hatte mich gerade daran gewöhnt, im Ruhestand zu sein. Ihr seht, wie gut meine Malereien geworden sind. Ich bin ein alter Mann. Ich habe meine Zeit abgearbeitet. Andererseits muss euch jemand anleiten, dafür sorgen, dass ihr die Gilde nicht in unwiederbringliches Chaos stürzt. Dafür werde ich sorgen, Gildenmeister. Kommt einfach zu mir, wenn ihr der Gilde Verpflichtungen übertragen wollt. Ich sorge dafür, dass es erledigt wird. Gut, Pflichten. Nun, ihr gebt den Ton an. Ihr werdet keine Aufträge ausführen. Aber der Meister erhält stets einen Prozentsatz des monatlichen Gildeneinkommens. Sucht mich monatlich auf, um mir Befehle für den jeweiligen Monat zu erteilen. Ich werde sie dann ausführen. Wenn ich nicht von euch höre, führe ich die Befehle des vergangenen Monats aus. Ihr findet euer monatliches Gehalt in der Meistertruhe im Obergeschoss. Darin befinden sich auch Dinge, die wir für euch als nützlich erachten. Hier ist der Schlüssel. Also, Gildenmeister, wie lauten eure ersten Befehle? Also konzentriert auf Rekrutierung, Eroberung von neuen Aufträgen, auf Beisachen gleichzeitig.
Ja, da sich viele bei der Kämpfergilde beschwert haben, dass sie keine Aufträge haben, oberung neue Aufträge. Klingt meiner Meinung nach gut. Durch zusätzliche Aufträge bleiben die Männer beschäftigt und kommen nicht in Schwierigkeiten. Außerdem verdienen wir so mehr Gold, wovon wir alle profitieren. Wenn mehr Männer mit der Erfüllung von Aufträgen beschäftigt sind, verdienen wir alle mehr Geld, einschließlich euch. Ich kümmere mich darum. Gut, seht euch vor. Das war jetzt sozusagen unsere letzte wirklich aktive Mission. Und ich würde sagen, jetzt reisen wir einfach zur Kaiserstadt. Und können dort unsere beiden Missionen erfüllen. Für die Dunkle Bruderschaft und für die Diebesgilde. Weil wir müssen ja einmal was klauen und jemanden töten. Hallo Leute, wie spät ist es denn da? 8.51 Uhr, ist ja noch eine angenehme Uhrzeit. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Irgendwo in die Ecke. Ah, durch die Tür da hinten. Südlicher Wachturm. Südlicher Wachturm. Keiner da. Ah, wir müssen hier auf. Also wie man sieht, wir gehen jetzt schon so langsam wieder ins Illegale. Noch weiter rauf. Ja, noch einmal rauf. Ah, hier müssen wir jetzt knacken. Zack, und jetzt noch einmal rauf. Ah, ne, Nirnwurz. Wir sind überlastet, weil wir Nirnwurz mitgenommen haben. Ey, ah, oh, Absorptionstrank. Das ist ein Schreibtisch, schwer. Jetzt auf, geht doch. Steuerunterlagen. Ja, gut. Und das 53 Gold. Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? Nein. Gut, gehen wir runter. Halt! Ihr habt gegen die Gesetze verstoßen. Der Festnahme widersetzen. Wir hauen jetzt einfach ab. Wir hoffen jetzt einfach mal nicht, dass dabei irgendjemand zu Schaden kommt. Nee, wir wollen nicht in den Baumgarten, wir wollen in den Tempelbezirk. Wir wurden erwischt. Was haltet ihr denn davon? Wow! Au! Lebens. Haltet auf. Gold bezahlen, meine Fresse, ey. Jetzt haben wir alle unsere Sachen verloren, die wir geklaut haben. Meister, braucht ihr mich? Das heißt, wir haben auch nicht mehr unseren coolen Hut. Verdammt. Müssen wir wieder diese hässliche eingehüllte Kappe nehmen. Die Bastion. Gehen wir mal da rein. Weil ich weiß noch so in etwa, wo sie unsere Sachen aufbewahren. Ich glaube, da Beweise, wenn ich mich nicht irre. Da bewahren sie die Flotten. Und was haben wir alles gekriegt? Ha! Wir haben wieder unsere Kapuze wieder. Seid gegrüßt. So, da wir jetzt auch das Gold und so einen Scheiß haben, können wir ja wieder zurückreisen. Ach ja. Nee. Lass uns einfach mal beim Clown erwischen. Wir mussten gleich 5 Gold zahlen. 10.13 Uhr. Ob der Kerl schon draußen ist wegen der Mission? Nee. Dann warten wir da 2 Stunden. Obwohl, nee, wir saugen erstmal den Penner da aus, falls er da liegt und pennt. Und dann warten wir. Einnehmen. Merkt ja keiner. Hoffe ich mal. Naja, keiner bemerkt. So, jetzt warten wir hier eine Stunde. Vielleicht ist er jetzt da. Ja klar, ich hab doch gar nicht was. Leck mich, Spiel. Leck mich einfach. Dann trinken wir halt nochmal was.
Das wird fantastisch. Was? Ich habe nichts gemacht. Na, hier kommt ja auch schon der Kerl. Mahlzeit. Lass wir denn erstmal hier in diesen komischen Hintergarten da reingehen. So, ich stell dich hin. Gut. Habt ihr die Steuer? Ja, hier sind sie. Ah, der Graufuchs wird sehr zufrieden sein. Wir werden es den Leuten zurückgeben. Kaum zu glauben, dass dieser Narr den ganzen Weg gekommen ist, um so eine lächerliche Summe einzusammeln. Behaltet's! Ich wollte den Wachen nur zeigen, dass sie zu weit gegangen sind. Ich finde, es ist an der Zeit, euch zum Straßenräuber zu befördern. Ich gratuliere euch zu eurem neuen Rang in der Gilde. Okay, Spezialaufträge? Die Gilde hat den Auftrag erhalten, eine einzigartige Statue zu stehlen. Es ist eine Büste von Lataza Indaris, der kürzlich ermordeten Gräfin von Chardinal. Euch wird eine angemessene Summe gezahlt. Nehmt ihr diesen Auftrag an? Ich nehme es. Hervorragend! Bringt sie zu mir, wenn ihr sie habt! Es ist mir irgendwie aufgefallen. Räuber sind eigentlich, sag ich jetzt mal, Diebe, die, ich sag jetzt mal, auch mit Körperverletzung drohen, die sie auch keine Scheu davor machen, andere Leute zu verletzen bzw. zu töten. Und ich habe gedacht, ich darf mir diese Skill niemanden verletzen oder so. Ah, in diese Kiste verstecken. Gut, dann werden wir jetzt mal unseren Assassin-Skill hier aktivieren. Vielleicht finden wir irgendwas Interessantes, aber wir reparieren erstmal unsere Ausrüstung, weil ich hoffe mal, Reparatur immer 9 Stück, das dürfte reichen. Gut. Was ist denn hier drinne? Schinkenglas. Brauner Stoff. Ach ja. Und den Sack Mais. Truhe. Mitteldeck. Ich werde mal kurz ein Safe hier machen. Was hier? Gucken wir uns Pen legen. Brot. Über Morrowind. Ja, ich mag Morrowind. Ah, der sind zwei. Die haben uns bemerkt. Scheiße. So viel zu unser Assassinen da sein. Dass sie uns bemerkt haben, aber wir sind noch geschlichen. Wir sollten eindeutig unseren Schleißgel besser für den Stahlsegel. Fühle mich jetzt total mies, dass wir jetzt entdeckt worden sind, kurz. Eisernes Kurzschwert, ey, was haben die für scheiß Sachen? Kapitänskajüte. Ich habe mir Zugang zur Kapitänskajüte des Schiffes Marie-Elena verschafft. Ich muss jetzt Gaston Toussaint töten. Und da liegt der Pent, oder? Ach, halt's Maul. Und tot ist er. Gaston Toussaint ist tot. Ich muss jetzt zur Zuflucht zurückrennen und mit Vincent Walteri sprechen, um meine Lunge zu erhalten. Was? Mein Pfeil möchte ich gerne haben. Voll lustiges Zimmermädchen. Das wollte ich schon mal lesen. Im Weltall. Ich möchte mich hier trotzdem... Boah, geil, geil, geil. Okay, nee, wir verpissen uns. Hier ein Wutz. Wow. Ah, da war ein Ausgang. Ey, cool, das sind Nimwurz mal wieder. Ich glaube, die haben jetzt ganz bemerkt, dass die Captain tot ist. Ruhe er in Frieden. Amen. Das finde ich jetzt praktisch. Wir müssen jetzt nach Chardinal, um unsere Mission für die Diebesgilde zu machen und für die dunkle Bruderschaft. Das finde ich jetzt irgendwie passend. Heute mal wieder so fleißig zugeschlagen, haben die Kämpfergilde endgültig beendet, haben 2 Missionen gemacht. Bin ich jetzt eigentlich recht zufrieden.
Okay, bis auf die Tatsache, dass wir immer noch erwischt worden sind. Ach ja, aber es kann nicht mal alles gerade laufen. Okay, ich zieh schon mal meine Waffe, weil vorher wieder so ein Massenmörder oder so kommt. Wie geht's? Wie geht's? Ich weiß, ich grüße nicht zurück. Ich bin noch böse. Ich möchte unbedingt eine richtige Maske haben. So, betreten wir es hier mal. Ja, also, bevor ich jetzt dann hier weitermachen werde, werden wir diesen Part hier beenden. Das steht da ja auch schon. Passend. Ihr seid wie ein düsteres Geschenk von der Mutter der Nacht persönlich. Gut, wie gesagt, wir werden es jetzt beenden. Das war wieder Let's Play The Elder Scrolls IV Oblivion. Bis zum nächsten Mal, wenn wir mit ihm hier reden, mit dem hier, mit dem Vampir, der gar nicht aussieht wie ein Vampir.